Wir machen Berlin und Brandenburg zur Gewinnerregion. Wir sprechen über die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn und über Bildung. Wir lieben ja Brandenburg, aber wir haben natürlich Berlin auch gern. Und findet ihr nicht auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg noch besser sein sollte? Deswegen haben wir als SPD-Fraktion für die nächste Plenarsitzung das Thema zur Aktuellen Stunde gemacht. Die Aktuelle Stunde hat im Parlament eine besondere Bedeutung, denn dort können wir Themen abseits von Gesetzesinitiativen und Anträgen mit einem besonderen Schwerpunkt diskutieren. Im Dezember hat sich in Berlin eine neue Landesregierung gebildet und wir nehmen das zum Anlass, um über die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg ausführlich zu sprechen. In dem Zusammenhang sind uns besonders wichtig die Themenfelder Mobilität, Infrastruktur, Wohnen und die Stärkung der Wirtschaft. Laut einer Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018 können etwa 6,2 Millionen Menschen in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben und viele davon auch bei uns in Brandenburg. Oft haben die Betroffenen sogenannte gebrochene Bildungsbiografien ohne Schul- und Berufsabschluss und hier müssen die Hürden abgebaut und Lerninhalte angeboten werden. Seit 2015 hat das Land mit Hilfe von europäischen Mitteln insgesamt 9 Grundbildungszentren aufgebaut, die den Betroffenen niedrigschwellige Angebote machen können. Programme wie die Grundbildungszentren sind erfolgreich und deswegen ist es uns sehr wichtig, diese Programme und Angebote auch fortzusetzen. Und deshalb haben wir für die Landtagssitzung einen Antrag vorgelegt. Die Schreib- und Lesekompetenz stärkt eine selbstbestimmte Position im Arbeitsleben, sichert gesellschaftliche Teilhabe und gleichzeitig leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Das sind unsere wichtigsten 2 Themen für die kommende Plenarsitzung des Landtages.